möchte ich da kurz einen jungen Hopfen sagen. Ihr seht da die typischen Blätter, aber mir geht es jetzt um diesen, das ist schon älter, stimmt nicht, also ist keine 2 Wochen alt, ist aber schon fest und rau. Wenn man da drüber fährt, dann spürt man so richtig diese kratzigen Erhebungen, die was einem genau dieses Klettern ermöglichen. Ihr seht, er windet sich da um eine junge Esche und da kommen wir jetzt an die Triebe, die was sie da nach oben winden. Ich lasse das jetzt, aber ich finde die unheimlich gut zum Essen, aber ich lasse das deshalb. Es schaut so aus, wie wenn es da im letzten Jahr schon mal einen Kampf gegeben hätte und das ist sicher ein Rest vom Hopfenwuchs und irgendwie darf er da verloren haben im letzten Jahr. Schauen wir mal, wahrscheinlich wird er heuer gewinnen, weil er kommt nicht allein, sondern bringt Verstärkung mit. Und Hopfen ist wirklich eine sehr eine wuchsfreudige Pflanze. Wenn der einmal wo etabliert ist und Wurzel gefasst hat, dann bringt man wahrscheinlich schwer wieder weg. Also, ihr seht da 2 junge Hopfentriebe im Kampf mit einer jungen Esche.